Zeit früher ist wieder eins vor die Schof tot im Nebel da gelegen. Das Blut ist ihm aus dem Maul rausgerinnt. Sonst hat's keine Verletzungen gehabt. Wenn man es so sieht, nachher meint man, das war einfach krank gewesen und gestorben. Aber ich weiß besser. Ich weiß, dass von einer Trut erdrückt worden ist. Ich hab die Schreie von dem Viecherl gehört in der Nacht. Hab mich hinterm Baum versteckt und hab mir die Ohren zugehalten, wie die greisliche Gestalt des wehrlose Tier befallen und so lang gemartert hat, bis der erstickt ist. Ich bin bloß ein Schaffer und werd fürs Schafhirten zahlt und nicht dafür, dass er mich mit einer Trut anlegt. Für nix in der Welt tat ich das. Aber das ist jetzt schon die dritte Woche in Folge, wo ein Schaf aus meiner Herd draufgegangen ist. Und wenn das nicht aufhört, verliere ich meine Anstellung. Zum Glück kenne ich mich ein wenig aus damit, weil mein Onkel ist vor langer Zeit selber mal von der Trut gedruckt worden. Er hat uns damals genau beschrieben, wie das ist, wenn's zu ihm in die Kammer reinkommt. Ein kleines, graues Weiberl ist, hat er gesagt. Ganz lautlos kommt seiner und auf einmal steht's neben seinem Bett, steigt ihm auf die Brust und druckt ihm die Luft weg. Dabei kann er sich nicht rühren und nicht reimen. Eine ganze Stunde lang muss er das aushalten, hat er gemeint, bis die Matz vor ihm ablässt und wieder verschwindet. Jede Woche ist ihm das passiert. Und es war so schlimm, dass er überall danach gefragt hat, was er dagegen tun kann. Irgendwer hat ihm dann erzählt, dass er ein Trudenkreuz braucht. Wie ein Stern mit 5 Streuen schaut das aus. Und das muss ganz besonders hergestellt werden. Mein Onkel hat daraufhin eine Wallfahrt machen müssen und dabei hat ihm ein geweihter Mann aus Wachs das Trudenkreuz gegossen. Das hat er dann unter sein Bett neu gelegt und pfeigrad ist er nie mehr von der bösartigen Gestalt heimgesucht worden. Aber ein Trud ist unberechenbar. Die hört nicht einfach mit ihrer Druckerei auf. Die kann nicht anders, als in der Nacht, wo es umgehen muss, irgendwem oder irgendwas ein Leid zuzufügen. Und wie es nimmer zu meinem Onkel hat kommen können, nachher ist die Matz auf seine Viecher losgegangen, ist in den Stall rein und hat jede Woche eine Kuh kaputt gemacht. Das allein hätte schon gelangt. Aber die Trut hat die anderen Kühe so viel Angst gemacht, dass sie bald keine Milch mehr gegeben haben. Und gefressen haben sie auch nichts mehr. Und weil mein Onkel nicht bereit war, das Trudenkreuz wieder wegzumachen, ist der Hof innerhalb von ein paar Wochen zugrund gegangen. Das ist auch der Grund dafür, dass ich ein Schaffer geworden bin und nicht ein Knecht. Dass ich nachts im Regen herausen liegen muss, anstatt in meiner eigenen Kammer in einem schönen Bett zu liegen. Und selbst um die Anstellung als Schaffer muss ich jetzt fürchten, wenn mir nochmal ein Schaf verloren geht. Aber heute habe ich dafür gesorgt, dass fürs Erste eine Ruhe ist. Ich bin heute Mittag zu dem einzigen Hof in der Nähe gegangen. Der Bauer war nicht da und das Gesind war gerade beim Steinerglauben auf dem Acker draußen. Nachher habe ich die Bäuerin hübsch gefragt, ob ich ein wenig was zu essen haben könnte. Freilich, hat's gemeint, die Bäuerin. In der Kuchel war im Kasten noch nur Brot drin. Da könnte man was holen. Und schon war ich drin im Häusl. Bin in die Kammer von den Bauersleuten auf und hab unter das Bett neu geschaut. Und da ist gäng, das Trudenkreuz. Ein schönes Exemplar. Muss ein Bauern einiges gekostet haben. Jetzt liegt's nimmer dort. Mitgenommen hab ich's und ins Feuer geschmissen. Der Bauer wird nächste Woche ganz schön schwitzen, wenn er wieder Besuch kriegt. Tut mir ja leid für ihn, aber ich kann's mir nicht leisten, dass mir nochmal ein Schaf drauf geht. Und bis der die nächste Wallfahrt machen kann und sich ein neues Trudenkreuz holt, bin ich mit meinen Schaf schon längst weitergezogen. Und daher in die Gegend komm ich garantiert nimmer her.